Seit 2013 findet die Elektrische Meile als Treffen begeisterter E-MobilistInnen mit Interessierten statt. Wegen des großen Erfolgs entwickelt ein erweitertes Team das Format jetzt weiter, die ihre Kompetenzen dafür einsetzen, die Akzeptanz nachhaltiger Mobilität in der Bevölkerung zu steigern. Ja, das ist der EUREV Campus. Und hier gibt es zum ersten Mal 2022 die elektrische Meile. Elektrofahrzeuge ohne Ende. Die Möglichkeit, mal richtig intensiv sich mit der Thematik zu beschäftigen und natürlich viel für die Familie. Das Format war so groß und erfolgreich, dass Hans Kurzweg einige Spezialisten aus seinem Bekanntenkreis versammelt hat, um die Schlagkraft zu erhöhen. Und wir hoffen, dass wir nun gemeinsam ausreichend Kilowatt auf die Straße kriegen, um die Idee nach vorne zu bringen. Ich bin Matthias Breust vom Bundesverband Solare Mobilität. Dort bin ich im Vorstand, bin auch Vorsitzender des Elektrische Meile e.V. Und wir möchten mit diesen Veranstaltungen, die wir hier organisieren, die Message rüberbringen, dass wir elektrisch fahren mit zusätzlichen erneuerbaren Energien, damit wir uns nicht alle gegenseitig vollpesten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf diesen Veranstaltungen mit uns ins Gespräch kommt, damit wir euch diese Ideen noch weiter näher bringen können. Hallo, ich bin Hans Kurzweg, Gründer der Elektrischen Meile seit 2013. Viele von euch werden uns schon kennen. Seit 2011 fahre ich elektrisch und das ist meine liebe Frau Simona. Hallo. Die fährt auch elektrisch und hat sich sehr schnell von mir begeistern lassen über Elektromobilität. Und das wollen wir auch mit euch erreichen. Deswegen planen wir Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen, Kongresse, wo ihr euch informieren könnt, wo ihr euch vergleichen könnt. Und wir gehen dann gemeinsam in eine schöne Zukunft und hoffen, dass ihr euch genauso begeistert wie wir, zum Beispiel für Windenergie. Wir sehen uns. Mein Name ist Andreas Muntinger von der Solarallianz und meine Themen sind die erneuerbaren Energien und artverwandten Themen, so wie zum Beispiel Elektromobilität oder die Speicherung der Energie in Energiespeicher. Bei der Elektrischen Meile wollen wir im Grunde genommen den Pfad aufzeigen, wie die Sonne in den Tank kommt. Die neue Mobilität nenne ich sie. Nicht nur, ob die Frage elektrisch oder Wasserstoff wird hier gestellt oder auch beantwortet im Rahmen des Eventformates, sondern wir wollen natürlich auch die Themen angehen wie Mikromobilität, ob autonomes Fahren etc. Und dazu laden wir und wir Sie alle ganz herzlich ein, bei der Elektrischen Meile mitzuwirken. Entweder als Akteur, als Referent, als Aussteller oder gerne auch als Besucher. Und von daher sage ich an dieser Stelle nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen. Bis dann. Ja, hallo, Tommy Gruschmeier vom Bundesverband Solare Mobilität. Wie unser Name schon sagt, wir wollen mit erneuerbaren Energien, mit Solarenergie Mobilität der Zukunft zeigen. Das ist das Ziel der Elektrischen Meile, wo wir die Möglichkeiten einer zukünftigen, sauberen Mobilität vom kleinen Zweirad bis zu einem großen Transporter oder auch die Busse und das alles muss in Zukunft elektrisch unterwegs sein. Effizient, elektrisch, erneuerbar. Und dieser erneuerbare Strom, der muss natürlich zusätzlich erzeugt werden. Und wir werden auf der ganzen Veranstaltung alles dazu aufzeigen. Mein Name ist Rainer Weg, ich bin leidenschaftlicher Elektromobilist, seit 2018 mit meinem Pedelec in Berlin unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück.
2020 habe ich mein Verbrennerauto ausgetauscht durch ein Elektroauto, um auch weitere Entfernungen klimafreundlich zurücklegen zu können. Ich habe viel Erfahrung damit gesammelt, die möchte ich gern weitergeben. Deshalb kommt zur elektrischen Meile.